Und jetzt wieder Die Baumeister, unsere Serie über deutsche Architekten weltweit. Diesmal stellen wir Ihnen das preisgekrönte Team Plasma Studio vor. Südtirol, eine Gegend mit Tradition. Wer hierher kommt, erwartet nicht unbedingt innovative zeitgenössische Architektur. Steil und kantig ragen Wände in die Landschaft. Der obere Teil eines Hauses wie aufgefaltet und neu zusammengesetzt. Die Entwürfe für die komplexen Bauten stammen vom Architekturbüro Plasma Studio. Seit 2 Jahren bauen die Italienerin Ulla Hell und der Deutsche Holger Kehne in Südtirol. Ähnlich wie jetzt ein Berg, Täler und Schluchten hat, entwickelt sich diese Dachlandschaft gewissermaßen als eine Berglandschaft mit einer Schlucht, die sich dann über das Dach hinauf fortsetzt. Das ist schon wirklich die Formensprache der Landschaft aufgegriffen und auf das Gebäude übersetzt. Die Häuser von Plasma Studio sind nicht auf einen Blick zu erfassen. Mit den gedrehten Achsen und Einbuchtungen imitieren sie die Natur. Architektur, die unmittelbar auf ihre Umgebung reagiert. Mit seinem Konzept ist das Team in Südtirol sehr erfolgreich. Hier hat das Büro bereits mehrere Privathäuser und ein Hotel verwirklichen können. Es gibt einerseits die Berge, die können vielleicht einengen, aber andererseits sagt man dann immer wieder, die Leute, die auf die Berge hinaufgehen, die können auch über Grenzen hinwegschauen. Und von daher rührt auch vielleicht eine gewisse Offenheit oder ein gewisser Mut, etwas Neues zu probieren. Auf dem Weg zum Nachbarort. Ulla Hell kennt viele Leute aus der Region. Das schafft Vertrauen und Aufträge. In San Candido liegt das sogenannte Tetris-Haus. Eine Kombination aus Privat- und Ferienhaus. Es entstanden 2 Gebäude, die miteinander verbunden sind. Im Gespräch mit den Architekten vor Ort hat sich das Haus bis zur Fertigstellung verändert. Ohne diesen persönlichen Kontakt hätte der Bauherr wohl einen Rückzieher gemacht. Das Haus polarisiert sehr stark zwischen gut und schlecht. Die negativen seien, das ist ein schönes Haus am falschen Platz. Die positiven Reaktionen seien, endlich mal was Neues, nicht immer nur diese Tiroler Architektur. Innenarchitektur aus einheimischem Holz, viel Glas und Metall. Mit den Überhängen und Balkonen knüpft Plasma Studio an die lokale Bautradition an. Die Leute, die wollen schon Qualität haben und die wollen auch für sich bauen und die denken auch eher langfristig. Und das ist eigentlich genau das, wo wir letztendlich Vorteile für uns und für unsere Art von Architektur letztendlich sehen. Madrid. In der spanischen Hauptstadt konnte Plasma Studio sein bislang erfolgreichstes Projekt verwirklichen. Als Sieger eines Wettbewerbs für junge Architekten durften sie ein komplettes Stockwerk in einem Designerhotel gestalten, im berühmten Puerta America. Im Vergleich zu den Etagen, die Stars wie Zaha Hadid und David Chipperfield entworfen haben, ist der Flur von Plasma Studio spektakulär. Planen ohne Vorgaben und ohne limitiertes Budget. Ein Paradies für den Newcomer. Eine Zeit lang waren wir die teuersten und danach ist dann aber Zaha Hadid mit Abstand die teuerste. Aber wir sind die 2 teuersten geworden. In ganz anderen Dimensionen bewegt sich das aktuelle Projekt. Es geht um die Umgestaltung eines ganzen Stadtteils von Longgang City in China. 9 Millionen Quadratmeter für 350.000 Menschen. Ein Mammutvorhaben. Geplant hat das Plasma Studio in seinem Hauptbüro in London. Die Zeichen stehen auf Expansion. Also die Chinesen, die gehen davon aus, dass wir da demnächst schon ein Büro haben. Also für die ist das schon klar. Ich höre das also von allen. Ne? Also ja, ihr habt ja demnächst ja auch ein Büro mit 20 Leuten. Das ist also schon, steht schon fest. Also für uns überhaupt noch nicht, aber mal schauen. Die Standorte in Südtirol und London sind attraktiv. Doch für Plasma Studio geht's über die Grenzen Europas hinaus. China ist da ein guter Anfang.